Der heutige Abend ist Teil einer Reihe, einer Gesprächsreihe, Manfred Osten trifft. Er trifft interessante Gesprächspartnerinnen und Partner aus verschiedensten Feldern und Disziplinen, um interessante Fragen zu diskutieren. Sein nächster Gast wird sein Peter Sloterdijk, geplant für den 25. Januar zu seinem aktuell erschienenen Buch, das sich mit der Theosophie beschäftigt. So gesehen ein direkter Anknüpfpunkt an den heutigen Abend. Im Februar wird zu Gast sein Simon Strauß, der über sein Engagement für Europa sprechen wird. Weitere Gäste sind Jan Kayers, der Dirigent, der eine neue Beethoven-Biografie geschrieben hat, und Aleida Assmann. Alle Termine und weitere Informationen zu den Themen finden Sie auf der Urania-Website. Wir hoffen natürlich sehr, dass ab Januar Sie wieder persönlich hierher kommen können. Nichtsdestotrotz planen wir weiterhin, zusätzlich einen Livestream anzubieten, damit alle, die vielleicht von anderen Städten als Berlin aus teilnehmen möchten, weiterhin auch dabei sein können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen inspirierenden Abend und freue mich, das Wort zu übergeben. Ja, liebe Frau Rütter, meine Damen und Herren, auch ich begrüße Sie herzlich zu diesem Gespräch und darf vielleicht zunächst ergänzen, dass diese vier Oxford Lectures, die im letzten Jahr gehalten worden sind, nun als Buch vorliegen mit dem Titel Jenseits der Literatur. Und ich denke, dass wir vielleicht mit diesem durchaus verstörenden und neugierig machenden Titel beginnen sollten und vielleicht mit der Frage beginnen, könnte es sein, dass Sie, lieber Durst-Grünmann, hinter diesem Titel den faszinierenden Versuch unternehmen, einen völlig neuen Zugang zur Geschichte des Nationalsozialismus zu finden? Ich komme zu dieser Frage, weil Sie selbst diesen Zugang schon angedeutet haben. Am Schluss dieses Buches sagen Sie, dass die nationalsozialistische Geschichte als Gewaltgeschichte durch den Menschen hindurchgeht und ihn mit ihren Daten, und zwar den Körpern, einprägt. Und das ist meine Frage an Sie. Im Grunde kommt dieses Thema von weit her bei Ihnen, wenn ich das richtig sehe. Ich habe mich erinnert an den frühen Gedichtband 1999 nach den Satiren, wo Sie eingehen auf Homer und auf den 18. Gesang in der Ilias, wo der Schild des Achill beschrieben wird. Und dort sagen Sie Dinge, die in diese Richtung weisen, eines Wahrnehmens von Geschichte durch den Körper gewissermaßen als ein Aufnahmesystem, das sich dann zu Wort, dichterisch auch zu Wort meldet. Sie sagen nämlich dort sehr ähnlich: War das der Körper im Hinblick auf diese Gewaltgeschichte, die auch hier wieder mit Achill verbunden ist, war das der Körper, sein Gedächtnis, die Melodie der Gewalt, in den Rückenwirbeln sein Herzton, ein Echolot in Zeit? Sehen Sie einen Bezug zwischen diesem frühen, faszinierenden Satz und dem, wie Sie in diesem Buch den Zugang zur Geschichte suchen? Ich muss mich erstmal demaskieren. Guten Abend. Guten Abend. Das waren jetzt viele Fragen in einer. Ich glaube nicht, dass es irgendein neuen Zugang zu dieser Zeit des Nationalsozialismus gibt. Es gibt vielleicht die ein oder andere neue Erinnerung, die hinzukommt, aus Familienarchiven etwa. Aber was ich hier versucht habe, und da kommen wir vielleicht später noch drauf, ist eher ein ganz persönlicher Zugang, wie ich überhaupt in der Kindheit begann, das an diesen ganzen Komplex herankam. Mhm. Und
Ich würde gerne nachher auch was gerne lesen, so ein paar Passagen, die das vielleicht zum Ausdruck bringen. Ja, die Frage, die letzte Frage, die müsstest du nochmal stellen, die war so komplex. Ja, ich wiederhole sie gerne. Geschichte eigentlich als ein somatischer oder psychosomatischer Vorgang, der im Grunde anschließt an das, was du 2010 in der Frankfurter Poetikvorlesung gesagt hast, vom Stellenwert der Worte. Da ist dieser Satz gefallen, die Worte gewinnen in ihre wahre Bedeutung erst im Licht der Erfahrung. Das heißt, diese existenzielle Erfahrung, die körperliche Erfahrung, die eingeschrieben ist in den Körper, das ist das, was ich zum Anlass genommen habe, dieses Gedichte aus den Satiren zu erwähnen, weil hier das Gedächtnis, die Melodie der Gewalt auch im Körper eingeschrieben ist. Und das würde mich einfach interessieren, ob da nicht ein roter Faden in der Wahrnehmung von Geschichte und der Welt überhaupt bei dir vorhanden ist. Na, mir ist eines Tages aufgefallen, dass im Kern des Erzählens oftmals eine Traumatisierung steckt. Das, was wiederkehrt, das, was sozusagen zum Ausgangspunkt des Erzählens wird oder etwas, worüber nie hinweggekommen werden kann persönlich, muss anscheinend ein Trauma gewesen sein. Mhm. Und das sind dann persönliche Geschichten, also ein Verkehrsunfall im Leben eines Menschen etwa, oder eben kollektive Traumata. Mhm. Und einige von denen sind so schwierig, sind sozusagen dadurch, dass sie kollektiv geworden sind, so schwer zu behandeln, dass sie weiter wandern, auch noch in diesen Kollektiven. Und das ist, glaube ich, der Hintergrund dessen, was ich da versucht habe. Ich habe einen persönlichen Zugang zu den Erinnerungen an diese Zeit versucht. Ich bin 17 Jahre nach dem Kriegsende geboren. Das ist mir eigentlich erst dann wieder aufgefallen, dass es gar nicht so lange ist. Also im Grunde eine Jugend lang, 1962. Und ich bin in Dresden geboren, in dieser zerstörten Stadt. Und ich würde immer noch sagen, ja, im Ostteil des Landes war auch diese Sache noch stark präsent. Also diese Stadt, in der ich aufgewachsen bin, war zu Teilen noch wirklich Trümmerstadt, noch nicht so bereinigt eben wie heute. Und das hat mich auch geprägt. Dann geprägt haben mich natürlich die Erzählungen vor allen Dingen der Großeltern. Und da geht praktisch diese Überlegung los. Ich bin eines Tages sehr unfreiwillig durch Neugier, sozusagen durch übertriebene Neugier auf etwas gestoßen in der Familiengeschichte, das mich etwas verstört hat. Da setzt diese Erinnerung ein und dann geht sie praktisch über drei Stufen weiter und kommt zum Schluss eigentlich dazu, was sind vielleicht Auslöser für das Schreiben überhaupt. Also es gibt natürlich jede Menge Auslöser, jeden Tag, was ist aufschreibenswert überhaupt und so weiter. Aber dann stellt man nach Jahren fest, dass es da ein paar Leitmotive gibt, ein paar Sachen, die man auch wirklich nicht richtig mehr los wird. Und die sind quasi jenseits der Literatur gelegen. Und daher kommt dieser Titel, der ist ja etwas absolut. Also als gäbe es überhaupt ein Jenseits der Literatur. Einige meinen, nein, eigentlich kann alles am Ende in die Literatur Eingang finden. Auch jedes Tabu kann am Ende überwunden werden. Aber wir hatten zum Beispiel lange dieses Diktum, oft missverstanden von Adorno, was es nun auf sich hat mit Gedichten nach Auschwitz. Ja. Ob das nicht Barbarei sei. Das ist so und so verschieden beantwortet worden. Ein großer Dichter, der jetzt erst seinen 100. Geburtstag hatte, Paul Celan, hat das für sich ganz bewusst klar beantwortet und hat auch rebelliert gegen die Möglichkeit, dass danach nicht wieder geschrieben werden kann. Im Gegenteil, aus der eigenen Familiengeschichte heraus sei es sogar eine dringliche Notwendigkeit. Und da wären wir beim ersten Komplex, also wenn wir reden über Erinnern oder Erinnerungsabwehr, stellen wir natürlich fest, auch nach vielen Jahrzehnten, dass es durchaus Interessen gibt, zu erinnern und Erinnerung abzuwehren. Und das ist die Situation, der ich mich heute auch politisch ausgesetzt sehe. Also ich sehe bei einigen natürlich verständlicherweise einen großen Drang zu erinnern, weil Dinge verloren wurden, weil viele Familienmitglieder umgekommen sind.
Und bei anderen eher die Abwehr der Erinnerung, weil das zu schmerzhaft ist oder weil es eben an kollektive Schuldfragen rührt. Ja, ich denke, wir sollten das aufgreifen, einfach an dem großen Beispiel, das gleich zu Beginn in Ihrem Buch aufscheint, dass Sie selber dieses traumatische Gedächtnis haben, dass Sie als Kind in eine Falle geraten sind damals. Dass Sie also gewissermaßen schon in einer frühen Phase erfasst worden sind von einem, dem großen Diktator der Gewaltgeschichte in Gestalt einer Briefmarke, die dann in einer ganz anderen Variante bei Ihnen für Sie dann auftaucht, in einem geheimen Versteck gewissermaßen der Großeltern, und dass Sie vielleicht darüber etwas sagen, dass Sie von da ab im Grunde Sie dieses, dass dieser Mensch damals über Sie Macht gewonnen hat und Sie seitdem eigentlich keine Ruhe gefunden haben. Vielleicht, dass Sie das einmal berichten, das sehe ich hier im Grunde auf der Stelle Seite. Naja, es ist eigentlich der Versuch nur, viele werden es vielleicht für banal halten, aber die Frage, die sich mir eigentlich stellte, wie kommt diese Figur in mein Leben? Mhm. Ich bin ihm, das weiß ich noch, bei meinen Großeltern in Gotha zum ersten Mal begegnet, als Kind von 10 oder 11 Jahren. Damals stieß ich bei meinen Streifzügen durch das uralte Haus in der Querstraße auf etwas Obszönes. Es war ein Fundstück, auf das niemand mich vorbereitet hatte. Etwas so Verschwiegenes, dass ich mir wie ein Dieb vorkam, der in ein Familiengeheimnis eindrang. Es war der Moment der Übertretung, wenn eine innere Stimme dir sagt, davon darfst du keinem erzählen. Ich fand es versteckt unter Papierbündeln in einer Kommode auf dem Wäscheboden. Der Eingang zu der mit Holzgittern versperrten Höhle lag eine halbe Treppe tiefer als die Großelternwohnung. Dieser Unort in einem Zwischengeschoss gehörte zu den mancherlei Rätseln in dem labyrinthischen, den kindlichen Raumsinn verwirrenden Haus aus der Barockzeit, mit den verwinkelten Korridoren auf jeder Etage und einem Keller unter der Bäckerei im Erdgeschoss, der sich wie ein Bergwerksschacht auftat mit seinen abschüssigen Gängen. Nun war das Herumstöbern in diesem Alter an sich schon erregend genug, plötzlich aber war ich in einen Hinterhalt geraten. Ich hatte herumgestöbert und es gab die Kommode mit ihren verlockenden Schubladen. Und da war das Buch mit dem dunkelblauen Einband von Feuchtigkeit gewellt. Die Ecken waren zerschlissen, von Mäusen oder Ratten benagt, der Buchdeckel hing lose herab. Was ich fand, war ein vergilbtes, verbogenes Exemplar von Mein Kampf. Es war, so wurde mir viele Jahre später von einem Kenner als Erklärung nachgereicht, die sogenannte Hochzeitsausgabe des einstigen Volksbuchs der Deutschen. Mitte der 30er Jahre hatten die Großeltern in der thüringischen Kleinstadt Langensalza geheiratet. Bei der Trauung hatte ihnen der Standesbeamte, wie es im Dritten Reich üblich war, das neue Evangelium feierlich überreicht. Dem jung vermählten Paare mit den besten Wünschen für eine glückliche und gesegnete Ehe. War es aus falschem Stolz oder Sentimentalität, jedenfalls wurde die gefährliche Schwarte über das Kriegsende und die Gefahr einer Razzia durch russische Soldaten hinaus aufbewahrt. Man hatte die Hetzschrift versteckt, statt sie still zu entsorgen, wie es sich nach dem Untergang gehörte. Mit Sicherheit war es Großvater gewesen, der das Buch aufbewahrt hatte, aus Pietät gegen den Führer, seinen obersten Dienstherrn, dem er sich als Polizeiassistent, Beamter auf Lebenszeit der Stadt Gotha noch über dessen Tod hinaus verpflichtet fühlte. In seinem Namen war er ernannt worden und durfte, wie es in der Ernennungsurkunde hieß, Zitat, des besonderen Schutzes des Führers sicher sein. Ja, ich denke, dass zu dieser Geschichte noch gehört, was du über den obersten Trauzeugen sagst in diesem Hochzeitsexemplar, dass nämlich dort das Gesicht jetzt, anders als auf der Briefmarke, wo er zunächst dir begegnet ist, auf dem Kopf stehen gewissermaßen, jetzt plötzlich das Gesicht auf Glanz poliert erschien, wie ein Patch Stiefel, ein angespanntes, manisch von innen her flackerndes Wachsfigurengesicht.
Und dazu wird gesagt, dass eben der eigentliche Hoffotograf Heinrich Hoffmann hier seinen Meister gefunden und ihn inszeniert hat. Das heißt, er war der Werbefachmann im Grunde der braunen Bewegung. Dahinter steckt ja schon eine erste Erfahrung, dass offenbar die Wahrheit schon in dem Foto bereits eine Frage des Designs ist und nichts mit der Wahrheit selbst zu tun hat. Diese Erfahrung es geht dann später weiter eben mit Briefmarken, die haben sich ja alle erhalten über diese Zeit hinaus. Und ich hatte damals irgendwann eine Briefmarkensammlung angelegt und da gab es natürlich so eine ganze Serie von diesen Führerköpfen, die ich anscheinend verkehrt herum einsortiert hatte aus Vorsichtsmaßnahmen. Man muss dazu wirklich wissen, dass, ich weiß nicht, wie es in derselben Zeit in Westdeutschland war, aber es war eigentlich kreuzgefährlich, diesen Mann überhaupt in irgendeiner Gestalt und Form im Haushaltsbereich zu haben. Nicht? Also es ging in der Schule dann weiter. Und doch hatte ich natürlich als Briefmarkensammler zum Beispiel fast objektiv gedacht, die Haltung, ja, das war ja eine Zeit und in der wurden diese Briefmarken gedruckt, also die hebe ich mir auf, voilà. Nein, die Gestaltung und das Design, es wird gesagt, inzwischen gibt es ja viel Forschung zur, wenn man so will, zur visuellen Kultur des 20. Jahrhunderts und da spielt die Zeit des Dritten Reiches eine besondere Rolle. Das müssen wir uns klar machen. In der Weimarer Republik werden praktisch diese Grundzüge gelegt. Da entsteht die Fotografie, da entstehen lauter Zeitschriften. Wir denken an den Film der Weimarer Zeit, die Plakatkunst. Das ist alles erst in den 20er Jahren, dass diese Großstadtstraßen sich füllen sozusagen mit Bildern und Zeichen. Extrem wird es dann immer in den Wahlkampfzeiten, das wissen wir heute, die Historiker wissen es besser, dass praktisch immer in diesen Stoß- und Wahlkampfzeiten es vor allen Dingen Bilder waren, die extrem direkt, sozusagen wie ein Schlag ins Gesicht, zu den Leuten gesprochen haben. Auch auf dem Briefmarkt. Und die NSDAP hat zum Beispiel, sagen heute immer noch Leute, fast die genialsten Kampagnen gehabt. Ja. Das war sozusagen auf der Designebene ein wahnsinniger dummer Durchbruch. Ja. Nicht? Es gibt zum Beispiel ein Plakat in Dunkel, da sieht man nur sein Gesicht und drunter steht Hitler. Das war Ende 20er Jahre, da war der als Marke schon so durchgesetzt. Ich persönlich glaube inzwischen, dass das ein Teil des Erfolges war, diese Marketingstrategie. Auch übrigens dieses fatale Zeichen. Wird gesagt, dass es eben besser funktioniert hat als alle anderen Zeichen. So. Ja, und dann inszeniert sich dieser Mann so. Und er wird dann, als er endlich an der Macht ist und die Macht endgültig komplett erobert hat, unwiderstehlich zu einem sozusagen zu einem Medienphänomen. Er inszeniert sich in Bild und Ton und Film. Ja. Und es sind derart viele Bilder entstanden, dass sie gar nicht mehr auszulöschen sind. Das kommt auch in den Vorlesungen vor, dass ich mich irgendwann mit den Jahren gewundert habe, wie oft diese Figur wieder nachts auftaucht im deutschen Fernsehen. Ja. Das ist natürlich unwiderstehlich, wenn so viele historische Dokumente da sind. Eines Tages kam hinzu, stellt man fest, es gibt auch Farbfilme aus der Zeit, immer Obersalzberg und so, Hitler und die Frauen, solche Formate. Und dann wird es richtig breit wieder gezeigt. Ja. Vielleicht in aller Unschuld, aber vielleicht auch nicht, weil man weiß nicht, wir sind auch in einem Medienzeitalter und das ist gierig nach Bildern. Wir können auch aus der über die Zeit des Dritten Reichs nicht genug an Bildern, auch an neuen Bildern bekommen. Ja. Und warum das so ist und was da eigentlich passiert, was das auch mit uns macht, das ist eine Fragestellung, die in dem Ganzen mit drin steckt. Ja. Ja, das bringt mich zu der Frage, die du am Anfang erwähnt hast. Was wir jetzt besprochen haben, ist im Grunde die somatische, die traumatische Erinnerung, die du festgehalten hast. Aber das andere ist, was du auch erwähnt hast, das ist, dass es die Abwehr, auch die Abwehr der Erinnerung gibt. Das ist das Interessante, dass darauf auch in diesen vier Vorträgen immer wieder die Rede kommt, auf diese Abwehr der Erinnerung. Das ist ja vor allen Dingen das, was Hannah Arendt bemerkt hat, nachdem sie 5 Jahre nach der Stunde Null Deutschland besucht hat. Diese Abwehrbewegung, die offenbar bis zum Ende und darüber hinaus angedauert hat, weil diese kollektive Sprachlosigkeit, die dort entstanden ist im Dritten Reich, nicht in der Lage war, überhaupt danach, nach dem Zusammenbruch, die passenden Worte zu finden.
Und meine Frage ist in dem Zusammenhang, wie verstehst du diese Abwehr der Erinnerung? Das Interessante besteht ja darin, dass doch Kierkegaard, möchte ich sagen, nahezu leichtgläubig gesagt hat, das Leben wird zwar nach vorwärts gelebt, aber nur nach rückwärts verstanden. Aber dieses Verstehen nach rückwärts ist offenbar nicht mehr möglich oder teilweise nicht möglich, sodass man also denken könnte an das Problem, das ja schon 1905 der spanische Philosoph Santayana formuliert hat. Wer seine Vergangenheit nicht erinnert, ist gezwungen, ist verurteilt, sie zu wiederholen. Und dieser Prozess, dass offenbar etwas passiert ist, was so tief abgewehrt worden ist, dass es überhaupt nicht wirklich emporsteigen kann, bis zum heutigen Tage möglicherweise. Dass wir also in der Situation sind, die ja interessanterweise ein deutscher Philosoph schon beschrieben hat, in seiner Genealogie der Moral. Nietzsche sagt ja, erwähnt ja bereits diesen Vorgang, indem er sagt, das habe ich getan, sagt mein Gewissen. Das habe ich nicht getan, sagt mein Stolz und bleibt hartnäckig. Schließlich gibt mein Stolz nach. Bis auf mein Gewissen, muss ich sagen, nicht der Stolz. Also das heißt, dieser Verdrängungsvorgang, das würde mich interessieren, wie Sie das verstehen, was ist davon geblieben an Verdrängung, was haben wir bewältigt, was könnte wiederkehren als unbewältigt. Ja, ich spreche hier natürlich überhaupt nicht für andere. Das muss ich wirklich deutlich sagen. Es ist einer dieser Versuche, wie sie auch andere gerade in meiner Zeit jetzt wieder unternehmen, Soziologen, andere Schriftsteller etc., eine persönliche Perspektive zu gewinnen auf das Ganze. Wenn gesagt wird, es wird nicht erinnert, kann ich das gar nicht feststellen. Es wird natürlich immerfort erinnert. Die Frage ist nur, was und wie. Und so weiter. Und da stehen auch oft Erinnerungen gegeneinander. Ich habe das Ganze irgendwann für mich in so einem Arbeitstitel eine Rekapitulation genannt. Mhm. Re mit Bindestrich Kapitulation. Also ich versuche wieder zu verstehen, warum dieses System kapitulieren musste. Ja. Warum der Krieg so ausgehen musste, wie er dann ausging. Und warum das übrigens gut ist für uns alle. Ja, gibt ja solche Fantasien, die hat es in der Literatur auch gegeben, speziell in der englischsprachigen. Was wäre gewesen, Hitler hätte den Krieg gewonnen. Nicht? Allein diese kurze Überlegung einer solchen Vorstellung treibt einen schon in ganz andere Fantasien hinein. Und gemessen daran kann man dann sagen, okay, mit Hegel, wir lernen am Ende da noch einverstanden zu sein mit dem Lauf der Geschichte. Und am Ende ist dieses wirksam oder wirklich gewordene eben vielleicht sogar das Vernünftige. Mhm. Davon gehe ich aus. Ich will vielleicht ein paar Sätze dazu sagen. Also es beginnt eigentlich nur mit einer Kindheitserinnerung, die so persönlich wie möglich sein sollte. Und dann springt es aber hinüber zu einem anderen Gedanken, nämlich, dass es natürlich in meinen Umwelten eine große Kontinuität gibt aus dieser Zeit. Also Ein Grundgedanke war jetzt, dass viele Teile der für die Ewigkeit gedachten Bauten des Dritten Reiches sind zerstört worden oder wieder verblendet, eingebaut etc. Man muss sie suchen. Das ist inzwischen eine Aufgabe vielleicht für Architekturhistoriker und Kenner oder auch Liebhaber, die gibt es ja überall. Aber ein Bauwerk, das so offensichtlich kontinuierlich weitergeführt wird, eben wirklich die Autobahn, die Deutsche Reichsautobahn. Ich halte sie im Grunde für das flächenmäßig gesehen größte und kontinuierlichste Bauwerk des Dritten Reiches. Da kommt etwas hinüber in die Zeit, das auch fortgeht, das sozusagen in dem sogenannten deutschen Wirtschaftswunder auch sofort übernommen werden kann. Denken wir an die ungebrochene Wichtigkeit des deutschen Autobaus. Selbst in diesen Corona-Zeiten wird uns wieder gesagt, dass der Autobau zum Beispiel systemrelevant ist. Und dann haben wir eben diese Straßen des Führers, so hieß es damals, und eben ihre Fortsetzung und permanente Erneuerung, Ausbau in vielen Spuren. Und dann bin ich eben für ein englisches Publikum übrigens damals diesem Punkt nachgegangen und habe versucht, da ein bisschen für mich das zu erschließen. Das war der zweite Akt. Im dritten
komme ich dann eben zu sprechen auf den Nachkrieg und eben diese Tatsache, dass ein Volk quasi nach der Niederlage im Schweigen versinkt. Und da kommt dann Hannah Arendt ins Spiel, wie Sie erwähnen. Und vielleicht kann ich kurz... Ja, bitte. 5 Jahre nach dem Ende des mörderischen Krieges, des mörderischsten Krieges der Neuzeit, kommt Hannah Arendt auf Deutschland Besuch. Die Philosophin aus Königsberg, deren Werk in unseren Tagen eine Renaissance erlebt und die nun endlich nach vielen verstreuten Einzeleditionen eine Gesamtausgabe erhält, kehrt zum ersten Mal nach der Katastrophe zurück in ihr Heimatland. Ein Besuch in Deutschland 1950 hält in Essayform fest, was sie sah und dachte. Ein Augenzeugenbericht, erst veröffentlicht in New York. Zitat: Beobachtet man die Deutschen, wie sie geschäftig durch die Ruinen ihrer tausendjährigen Geschichte stolpern und für die zerstörten Wahrzeichen nur ein Achselzucken übrig haben, oder wie sie es einem verübeln, wenn man sie an die Schreckenstaten erinnert, welche die ganze übrige Welt nicht loslassen, dann begreift man, dass die Geschäftigkeit ihre Hauptwaffe bei der Abwehr der Wirklichkeit geworden ist. Als ich das Buch in seiner deutschen Originalausgabe bestelle, bietet der Lieferdienst antiquarischer Bücher mir gleich noch 3 weitere Titel an. Florian Huber, Kind, versprich mir, dass du dich erschießt, Der Untergang der kleinen Leute, 1945. Alexandra Senft, Schweigen tut weh, eine deutsche Familiengeschichte. Und Rolf-Peter Sieferle, Finis Germania, eine nicht ganz zufällige Auswahl, wie mir scheint, die aber mitten hineinführt in die Grauzonen jener Erinnerungskultur, in denen die Deutschen von heute ihrer Vergangenheit habhaft zu werden versuchen. Da sind wir eben bei dieser Mischung in allem. Ja. Ich mache noch mal einen kleinen Sprung. Bitte. Hannah Arendts Befund aber weist auf vieles voraus, was uns heute noch immer beunruhigt. Abermals ist eine große Migration im Gange, gibt es Vertreibung und Flucht infolge von Kriegen, machen aus wirtschaftlich depravierten Regionen in Afrika und Asien Menschen sich auf in die Paradiese der Besserverdienenden. Abermals schotten in Deutschland sich die glücklich Angekommenen ab und bestimmen mit ihren Verlustängsten die Politik. Ein nationalistischer Egoismus geht um. Demokratie, Medien und Meinungsvielfalt werden verächtlich gemacht, wie damals am Ende der Weimarer Republik. Gegen diesen Fatalismus in einer Republik ohne Republikaner war als einer der ersten Heinrich Mann Sturm gelaufen. In seiner Essaysammlung Der Hass, gewidmet meinem Vaterland, im Spätsommer 1933 im Amsterdamer Querido Verlag erschien, als der Autor bereits im Exil war, finden sich deutliche Worte für das Problem eines Nationalismus, der anscheinend immer dann stark wird, wenn alle Vermittlungsversuche zwischen den Völkern und auch innerhalb der eigenen Bevölkerung scheitern. In den Lehrplänen für den Geschichtsunterricht sollte sein Buch Versuch einer Revision des scheinbar Unvermeidlichen einen festen Platz finden. Darin gibt es Sätze, die im Kontext deutscher Geschichte bis heute nützlich sein könnten. Zitat: Mag es nur eine verhältnismäßige Freiheit gewesen sein. Das freieste Regierungssystem war es immer noch, das Deutschland je gekannt hat. Heißt es da in einer positiven Wendung gegen allen Zeitgeist. Zitat wieder: Das Volk war auf gutem Wege. Es ist nur aufgehalten worden von seiner wirtschaftlichen Not. Beispiellos hellsichtig ist seine Analyse der verfahrenen Lage Deutschlands am Ende der Weimarer Republik. Noch ein Zitat: Als Reaktion und Nation in den Köpfen zur Einheit geworden waren, konnte endlich der Nationalsozialismus ausbrechen, die große neue Bewegung, die Bewegung des Stillstands, die Neuheit einer Alterserscheinung, der Anspruch der Krüppel und der Lehren auf großen Um- und Auftrieb. Ja, vielen Dank. Es wird ja hier gesagt, in den Lehrplänen für den Geschichtsunterricht sollte sein Buch eben der Essaysammlung Der Hass sollte sein Buch Versuch einer Revision des scheinbar Unvermeidlichen einen festen Platz finden. Du nennst noch andere Autoren, die nicht so renommiert sind, die aber im Stillen offenbar doch geahnt haben, was auch eigentlich mit dieser Gewaltgeschichte auf uns zukommt. Da wird einmal erwähnt im Zusammenhang mit der Briefmarkensammlung Edmund Kalb,
vielleicht, dass man dazu auch mal was sagt. Oder es wird erwähnt, diese Volksschullehrerin Gerda Bethe oder auch dieses geheime Tagebuch der Anna Haag. Das sind Menschen gewesen, die offenbar auch hellsichtig gewesen sind, denen es aber nicht gelungen ist, irgendwie ein Gehör zu finden, sondern die nur für sich diese Gedanken gehegt haben. Aber sie sollten vielleicht erwähnt werden, was du an ihnen entdeckt hast. Denn mich fasziniert die Vorstellung dieser Gerda Bethe, dass man mit 70.000 Lehrern seit 1918 vielleicht diese Geschichte des Dritten Reiches hätte vermeiden können. Das sind diese Gerda Bethe ist, glaube ich, eine Erfindung von Alexander Kluge. Gibt es also die das, gar nicht? Ja, das ist eine schöne Überlegung, die bei Alexander Kluge mal vorkommt, der ja auch immer wieder diese Figur der Lehrenden, der Forschenden in den Mittelpunkt drückt. Nicht? Eine Geschichtslehrerin macht sich auf, um Dinge zu begreifen und so. Und da ist halt wirklich die Überlegung, was man eigentlich mit guter Volksschulbildung erreichen kann. Das denke ich auch. Ich bin immer entsetzt, also am Ende, wie defizitär praktisch unser Bildungsresultat ist. Und zwar entsetzt in Hinsicht auf historische Lektionen. Das könnte gefährlich werden, wenn immer weniger von diesen Dingen gewusst wird. Das ist im Sinne allein praktisch der Überlebensstrategie dieser ganzen Spezies, aber auch gern, wenn man das national sieht, allein dieser deutschen Bevölkerung müsste das von großem Nutzen sein, eine einigermaßen gescheite Schulbildung. Ich verstehe nicht, wie man das dem Markt quasi überlassen kann. Das ist ein Punkt. Die anderen genannten Figuren, ja, das sind für mich persönlich waren das so Entdeckungen, Außenseiter in jeder Hinsicht. Einmal das Tagebuch einer Frau, im Deutschen noch nie komplett ediert. Interessanterweise, die erste Studie stammt von einem englischen Historiker, Germanisten, der dann Auszüge immerhin zitiert und mich dann neugierig machte. Und man erlebt praktisch eine Frau aus dem Stuttgarter Raum, die SPD-nah, vielleicht sogar Mitglied, ich weiß es nicht, aber eben auch quasi eine volle Feministin, Mutter von mehreren Kindern, eben ein Tagebuch führt, auch mit Hilfe von Zeitungsausschnitten und ganz sarkastischen Kommentaren jeden Tag zu all dem. Das ist für mich wichtig gewesen durch den Ton. Ich habe das manchmal ganz gern, wenn ich entdecke, dass sozusagen ein Ton schon da war, der einem selber vertraut ist, hoffentlich. Ja. Dass man durch die Zeitschichten hindurchstößt auf einen ganz klaren, vernünftigen Ton. Und dann doch feststellt, wenn das so gewesen ist, dann hat man eine andere Vorstellung von Authentizität. Da sind wir wieder bei dem Komplex, was konnten die Deutschen wissen, was nicht und so weiter. Das berühmte Ding, Opa war kein Nazi, gibt es große Studien von Historikern drüber. Es gibt auch Studien darüber, was damals in der Bevölkerung über die Judenvernichtungspolitik gewusst wurde. Und die Bilanz ist haarsträubend, weil eben am Ende doch, das kann man nachweisen, anhand von vielen Briefen, Postkarten, Getuschel, Berichten des Sicherheitsdienstes, die das schon alles festhalten, kann man schon feststellen, dass es doch in viele Bevölkerungsteile eingesickert war. Egal wie in jeder Einzelfamilie dann um Weihnachten herum, wenn man alle wieder um den Tisch sitzt, die Sache wieder abgewehrt wird. So, deshalb sind solche Dokumente, und da werden immer neue gefunden, wertvoll. Und der andere Fall war ein Mensch, ein Außenseiterkünstler, das ist so ein Spezialgebiet, was mich immer interessiert, ein deutscher Maler, Zeichner, über 2000 Selbstporträts und so weiter, der im Grunde so eine Art, ja, nicht politischen Widerstand getrieben hat. Der wollte nur einfach immer nicht. Ja, man steckt ihn am Ende in die Wehrmacht und da wird er quasi renitent. Gewisse Dinge einfach nicht. Er will nicht grüßen zum Beispiel. Ganz was Schlichtes. Ja, ich werde hier nicht grüßen. Naja, dann ist er bald im Karzer und wird von einem Gefängnis ins andere geschleppt. Sie haben ihn nicht vernichtet, interessanterweise. Ja. Bis zum Kriegsende geht das. Und dieser Edmund Kalb, der immer weiter gezeichnet hat und gemalt hat,
Der ist mir eben aufgefallen, wiederum durch Briefmarken. Der pflegte seine Briefe dann an die Lieben zu Hause mit lauter Hitlermarken zu pflastern. Das sah aus wie ein dadaistisches Kunstwerk, die auch zum Teil kopfüber aufklebt. Also diese Dinge waren anscheinend möglich. Er wurde natürlich zum Idioten erklärt. Ja, aber ich denke, das Interessante an dieser Schilderung ist, dass du hier Personen schilderst, die eine Hellsichtigkeit bewahrt haben durch eine ganz originäre sinnliche Wahrnehmung dessen der Wirklichkeit. Oder die einfach nicht mitmachen wollten. Die nicht mitmachen. Aber das ist ja immer das Brutale an Staaten, dass du an irgendeiner Stelle erpressbar bist. An irgendeiner Stelle erpressen sie dich. Du hast Kinder und sie erpressen dich. Du hast einen Job und sie erpressen dich. An irgendeiner Stelle erpressen sie dich immer. Und dann gibt es aber so ein paar einzelne Figuren, die scheinbar unerpressbar sind. Die nehmen natürlich quasi alle Repressalien in Kauf. Und das aber auf einer Ebene, es gibt diesen berühmten Aufsatz von Deleuze über Bartleby, den Schreiber bei Melville, die ist eine Figur. Nicht ein Schreiber, der plötzlich immer sagt, I would prefer not to. Ich würde vorziehen, das hier nicht zu tun. Ein großes Rätsel, wie solche Figuren entstehen. Ja? Also der einfach auf einer zivilen Ebene Dinge verweigert. Ich sage immer, das ist schon mal ein ganz guter Anfang. Dafür brauchst du nicht mal eine Partei. Ja. Du machst nur einfach nicht mit. Muss doch gehen. Kafka hat das anders ausgedrückt, ist auch ein Satz, der da wiederfällt bei mir, den ich gern zitiere. Es gilt aber herauszutreten aus der Totschlägerei. Ja, das ist das Stichwort, mit dem ich eigentlich auch zu sprechen kommen möchte, auf eine große Lektüre-Entdeckung von dir. Das heißt, wenn es darum geht, dass wir in den Lehrplänen für ein alternatives Geschichtsverständnis in dem Sinne, wie du es in diesem Buch beschreibst, etwas aufnehmen wollen, was vielleicht dazu führen könnte, dass wir wieder einführen sollten in unsere Schulpläne sowas wie eine Schule des Empfindens, der Empathie, dann ist diese Gestalt des Karl Philipp Moritz, den du da herausgefunden hast, meines Erachtens maßgeblich für ein ganz neues Verständnis, das nicht nur dem Menschen gilt, sondern überhaupt auch der Natur in einer Weise, die also dieses Buch meines Erachtens erweitert, nicht nur im Sinne einer alternativen Geschichtsschreibung, sondern auch einer alternativen Naturverständnis. Das heißt, dass das Wecken von Empathie wahrscheinlich eine der ganz großen, wichtigen Bedingungen sein müssten, die im Zusammenhang mit einer Art ästhetischer Erziehung des Menschen, also der sinnlichen Wahrnehmung der Welt, einhergehen müsste, damit wir überhaupt begreifen können, welche Gefahren einer Wiederkehr auf uns lauern, wenn nicht diese sinnliche Wahrnehmung überhaupt geschärft ist, was ja eigentlich das Kennzeichen des Dichters ist, dass er im Grunde hochsensibel ist. Diese hohe Sensibilität, das würde mich interessieren, was Sie fasziniert hat an dieser Gestalt des Karl Philipp Moritz, der eigentlich ja doch paradigmatisch steht für ein Verständnis von Wirklichkeit, zu dem wir eigentlich erst gelangen müssen, von dem wir uns himmelweit im Grunde noch heute noch entfernt sind. Ja, also die Lebensgeschichte des Karl Philipp Moritz, ein Romantitel der Anton Reiser, also ein alter Ego. Es ist aber seine Geschichte, wie wir wissen, in vielen Details. Ist ja im Grunde eine Geschichte auch eines Scheiterns, einer schrecklichen, furchtbaren Kindheit und Jugend. Unter religiösen Zwängen aller Art aufgewachsen, immer wieder abrutschend. Es hat einen Grad von Vergeblichkeit, der schmerzhaft ist. Im Vergleich dazu, ein Goethe-Zeitgenosse eben, wenn man Dichtung und Wahrheit liest, diese große Biografie des Gelingenden im Grunde, ist sie praktisch das komplette Gegenteil. Das komplette Gegenteil aller Ideen von Klassizismus. Und doch war dieser Mann aber als Schriftsteller nachher doch präsent und erfolgreich. Goethe hat ihn übrigens sehr geachtet, das ist gar keine Frage. Aber dieser Mann hatte es eben so unendlich schwer. Und ich habe am Anfang, sage ich mal irgendwann, es gibt halt einen Unterschied zwischen einem Buch wie Mein Kampf und dem Anton Reiser. In Mein Kampf versucht er auch einen Mann darzulegen, wie er geworden ist, was er ist.
und welche vielleicht auch Rückschläge in sein Leben ihn eben zu seinen politischen Ideen gebracht haben. Das ist nicht unbrisant übrigens. Dieses Buch ist ja der Versuch, mit einer Biografie zu beglaubigen, warum man ein politisches Programm hat. Ja. Und bis heute ist ja sozusagen das Geschäft auch der Historiker, diesen Herrn Hitler biografisch weiter zu ergründen, bis hin zu Kircher. Ich empfehle auch immer wieder diese erste Biografie von Konrad Heiden, zwei Bände, die sind zeitgenössisch aus den 30er Jahren. Dieser Konrad Heiden, der musste dann auch gleich emigrieren, die konnten auch nur in der Schweiz erscheinen, aber das sind zwei außerordentlich wichtige Bücher, auch journalismusgeschichtlich. Die standen dann eben Leuten wie Thomas Mann oder auch Bert Brecht zur Verfügung. Man weiß, dass das wurde gelesen sofort. Die sind anders geschrieben. Aber immer geht es ja immer darum, wie ist denn nun einer so geworden? Das Stichwort ist immer das persönliche Moment in der Geschichte. Ich bin damals DDR-Geschichtsschreibung und Unterricht und so weiter so erzogen worden, als wäre der Einzelne nur irgendwie ein Zufall in der Geschichte. Das hat mir noch nie eingeleuchtet, weil selbst die Helden sozusagen der kommunistischen Überlieferung hatten alle eine besondere Biografie. Also nehmen wir nur Marx. Man kann die Privatbiografie des Karl Marx nicht rauskürzen aus seinem Denken. Und so geht es immer weiter. Auch Lenin, auch Stalin und so weiter. Ja. Und natürlich trifft es auf Hitler zu. Da bleibe ich komplett dabei. Das geht nur als persönliche oder auch als persönliche Geschichte zu erzählen. Nicht? Jetzt sind wir beim Anton Reiser und hier haben wir eben praktisch eine Geschichte aus dem 18. Jahrhundert eines jungen Menschen, der stark unter religiösen Zwängen steht und aus dem ein deutscher Schriftsteller wird dann doch. Der sozusagen Bildungschancen nutzt, dann werden sie ihm wieder verwehrt. Es ist auch ein Bildungsroman. Es ist übrigens ein ganz anderer Bildungsroman. Apropos, es gibt ja dieses Stichwort, ja. Es ist sozusagen der Anti-Wilhelm Meister. Eine echte Biografie in Deutschland dieser Jahre, die einem auch mal zeigt, also wie es wahrscheinlich einen größeren Prozentsatz der Bevölkerung in Wirklichkeit ging da draußen in dieser Kleinstaatenlandschaft, wenn sie von ganz unten kamen und sich hocharbeiten mussten. Dafür steht der Anton Reiser bis heute und ist bis heute auch dafür berühmt. Ja. Und da gibt es eben an bestimmten Stellen gibt es praktisch so eine Mitleidsethik als Handlungsanweisung, auch fürs Schreiben selber, die vorbildlich ist. Ja. Nicht ja. Da anzusetzen, also zu fragen, von welchen Leuten wird die Geschichte eigentlich gemacht? Wie steht es bei denen mit der Empathie? Wir haben zum Beispiel ein berühmtes Beispiel, Hitler. Ja? Der Krieg geht langsam schief, an der Ostfront bröckelt es. Es fallen immer mehr junge Offiziere auch, die reingeschickt werden. Und da gibt es bei irgendeiner Generalstabsbesprechung, kommt plötzlich das Wort auf, was das heißt, wenn jetzt immer mehr junge Jahrgänge, junge Offiziere auch vor allen Dingen mit ihren ganzen Kompanien fallen. Das sagt er, ja, dazu sind junge Menschen doch da, ja, sagt Hitler. Es ist ein Beispiel, um eine Ahnung zu kriegen, wie er an das Leben der vielen anderen herangegangen ist. Das konnte geopfert werden. Ja. Man muss sich sehr gut überlegen, ob man Politiker wählt, die Bevölkerungsteile opfern wollen. Ja. Ja, ich denke, das ist ein Buch, dass man diese Stelle, die hier in dem Text exzerpiert ist, sollte man vielleicht einmal vorlesen, weil es ein, ja, wie du schilderst, jemand ist, der plötzlich in der Lage ist, ganz von unten her Empathie zu entwickeln, nicht nur für den Menschen, sondern für Tiere. Und du selbst hast das aufgegriffen und hast sogar eine ganze Vorlesung in diesem Sinne überschrieben, als mit dem Satz, Schreiben, das als Schreiben für die sterbenden Kälber. Das sollten wir doch noch mal etwas genauer uns ansehen, dass da also jemand gewesen ist, der eine angesetzt hat auf einer Ebene von ganz unten her mit seiner Empathie, die vor allen Dingen auch der Natur gilt. Das heißt also, die alternative Geschichtsschreibung weist hier meines Erachtens in eine alternative Naturverständnis, das wir meines Erachtens heute dringlich brauchen,
in dem Sinne, wie er das beschreibt. Und du selber hast ja die Empfindung gehabt, dass ein Lastwagen vorbeifährt mit den Tieren, die zum Schlachthof gebracht werden. Und es war in der Familie ja jemand, der Schlachter selber war. Insofern war ein tiefes Mitempfinden im Grunde mit diesem Romanbefund, den du da entdeckt hast. Vielleicht, dass man dazu doch noch mal ein Wort sagt, das ist hier auf Seite 138. Man schreibt für die sterbenden Kälber, sagt Moritz. Den Roman, auf den der Satz anspielt, hatte ich früh gelesen. Auf die bewusste Stelle bin ich erst durch den Hinweis eines französischen Philosophen gestoßen, Gilles Deleuze. Sie findet sich dort, aber nicht im selben Wortlaut. So kann es einem gehen, wenn man einfach nur liest. Es geht nicht um das bloße Lesen. Worauf es ankommt, ist das Innehalten an einer bestimmten Stelle. Und das war sie, die Stelle, die ich damals überlesen hatte. Zitat: Wenn er von dieser Zeit an ein Tier schlachten sah, so hielt er sich immer in Gedanken damit zusammen. Und da er es bei dem Schlächter auch so oft zu sehen Gelegenheit hatte, so ging eine ganze Zeit lang sein bloßes Denken dahin, den Unterschied zwischen sich und einem solchen Tiere, das geschlachtet wird, auszumitteln. Er stand oft stundenlang und sah so ein Kalb mit Kopf, Augen, Ohren, Mund und Nase an und lehnte sich, wie er es bei fremden Menschen machte, so dicht wie möglich an dasselbe an, oft mit dem törichten Wahn, ob es ihm nicht vielleicht möglich würde, sich nach und nach in das Wesen eines solchen Tieres hineinzudenken. Es lag ihm alles daran, den Unterschied zwischen sich und dem Tiere zu wissen. Und zuweilen vergaß er sich bei dem anhaltenden Betrachten desselben so sehr, dass er wirklich glaubte, auf einen Augenblick die Art des Daseins eines solchen Wesens empfunden zu haben. Kurz wie ihm sein würde, wenn er zum Beispiel ein Hund, der unter Menschen lebt, oder ein anderes Tier wäre, das beschäftigte von Kindheit an schon oft seine Gedanken. Ja, ist die entscheidende Stelle, von der einige meinen, ja, die ist gut brauchbar, um von ihr ausgehend eine gewisse neue Ethik auch zu entwickeln fürs Schreiben. Davon bin ich überzeugt, dass das im Grunde eine Ethik ist, die dazu geführt hat, dass übrigens zur selben Zeit der Mann, den du erwähnt hast und der Carl Philipp Moritz bezeichnet hat als seinen jüngeren Bruder, das ist Goethe selbst gewesen, im Grunde diesen Übergang von der Gewaltgeschichte gegenüber den Tieren zu der Gewaltgeschichte gegenüber den Menschen auch schon statuiert hat und im fünften Teil der Fausttragödie dies beschrieben hat und dies versiegelt hat, damit es niemand sieht. Dort tritt ein Mann auf, der sagt, Herrschaft gewinne ich, Eigentum, Herrschaft gewinne ich. Das ist im Grunde eine Antizipation, die dazu führt, dass dort ein altes Ehepaar umgebracht wird. Dort heißt es von den Arbeitern, die er befehligt, nachts erscholl des Jammers Qual, Menschenopfer mussten bluten. Das steht alles da. Das sind Vorgänge, wo Gewalt auch gegenüber der Natur ausgeübt wird und wo dann am Ende Mephisto sagt, bei diesen ganzen Gewaltanwendungen, auf jede Art seid ihr verloren, die Elemente sind mit uns verschworen und auf eure Vernichtung läuft's hinaus. Das heißt, das sind prophetische Worte, die versiegelt worden sind, weil dieser Mann auch in der Lage war, offenbar von ganz unten her zu denken, wie sich so etwas entwickeln könnte, dass wir in eine Gewaltgeschichte hineinkommen, die am Ende definiert worden ist, ja durch den größten Bewunderer Goethes, nämlich Nietzsche, der gesagt hat, der Deutsche wird definiert durch Gehorsam und lange Beine. Das ist bereits seine Vorstellung gewesen, dass dahin eigentlich die deutsche Geschichte läuft. Das darf man nicht übersehen, dass hier also Linien laufen, die sehr früh begonnen haben. Ja, also anders gesagt, es ist diese Frage, die man eigentlich sozusagen an die allgemeine Geschichtsbildung stellen müsste, wie lässt sich verhindern, dass Zustände entstehen, in denen eben diese Zivilisation wieder zerstört wird. Das muss ja die Ultima Ratio sein, jeder historischen Forschung. Ja. Was kann ich tun oder was können wir tun, es nicht wieder dahin kommen zu lassen? Das wäre praktisch Friedensforschung. Ja? Also die Grundfrage,
wenn wir immer die sogenannten Produktivkräfte sehen, die sind auch jetzt wieder da, sind wieder alle aufgestellt, fein aufgestellt für eine ziemlich flächendeckende Vernichtung dieser Menschheit. Ja. Ist ja alles immer da, hört ja nicht auf. Und im Sinne der historischen Bewusstwerdung oder Bewusstmachung müsste es doch darum gehen, Zustände zu verhindern, die wieder dazu führen. Ja. Und nicht wieder in diese Fatalität zu geraten oder Fatalismus, wo wir praktisch nur wie Unbeteiligte zusehen können, wie das Unheil sich wieder aufrichtet. Ja. Das ist jedes Mal das, was mich beschäftigt. Ja, wir können Literatur ja irgendwie immer als Freizeitbetrieb betrachten und so weiter. Es ist schön, schöne Literatur. Soll uns auch gern manchmal ablenken von all diesem Albdruck. Aber ein Punkt wäre das wohl auch, das zu fragen. Ja, ja, ich denke, das ist der große Erlebnis, das man eigentlich hat in dem zweiten Teil der Vorlesung. Und du hast es bereits angesprochen, das, was du sichtbar werden lässt in diesem Phänomen der Autobahnen, dass wir da doch noch mal reinschauen, dass man das ganz neu, ganz früh hätte erkennen können, was eigentlich dort sich entwickelt. Denn diese Autobahnen waren ja im Grunde gerichtet auf eine Reinhaltung der Landschaft, interessanterweise, die konform ist mit dem, was im Grunde zur Reinhaltung der Rasse dann am Ende geführt hat. Das sind ja Vorgänge einer paramilitärischen Vorbereitung von Schlachten, von Arbeitsschlachten, die wiederum nahtlos übergehen in die Schlachten des Zweiten Weltkrieges. Das sind ja, darüber sollte man unbedingt noch mal ein paar Worte sagen, denn es reicht ja nicht, dass auch von Seiten des Auslands diese Autobahnen ja bewundert worden sind zunächst und verglichen worden sind mit den Pyramiden oder der chinesischen Mauer als gewaltige Vorgänge. Aber der Übergang auch von dort, von der totalen Mobilmachung, die dort eigentlich vorbereitet wird, zu dem, was anschließend nach 1945 in dem Wirtschaftswunder bei uns geschehen ist, die totale Mobilmachung überhaupt auf den Straßen, welche Zusammenhänge existieren hier, und du bist derjenige, der darauf aufmerksam gemacht hat. Also anders, ich habe versucht, die Zusammenhänge nochmal herzustellen. Also ein Stichwort, worum es eben doch die ganze Zeit geht, und sozusagen ein imaginärer Zuhörer für mich war eben Lord Weidenfeld, ein jüdischer Emigrant, der dann nach England ging und zu einem der ersten Erforscher von sogenannten politischem Marketing wurde. Von ihm stammt übrigens noch also 1942 stammt von ihm das Buch The Goebbels Experiment, A Study of the Nazi Propaganda Machine. Er hat dann später für die BBC gearbeitet und so weiter. Das ist ja eigentlich derjenige, der diese Vorlesungsreihe ins Leben gerufen hat, so heißen die. Und ein Aspekt sozusagen des politischen Marketings, also der Zurichtung kollektiven Bewusstseins durch Propaganda und so weiter, ein anderer Aspekt ist eben die Zurichtung der Landschaft, die Neuordnung der Landschaft durch flächendeckende technische Maßnahmen. Das alles geht in etwa derselben Zeit kontinuierlich miteinander einher. Man kann diese Prozesse gar nicht mehr trennen. Also diese Medienentwicklung auf der einen Seite und dann diese technische Entwicklung der deutschen Landschaft, des Raumes. Ja. Und da kommt das hier. Zum Mythos der Reichsautobahn gehörte der symbolische Spatenstich. Er sollte den Beginn einer neuen Zeitrechnung markieren. Mit ihm stilisierte sich der neue Volkskanzler Adolf Hitler im September 1933, noch im Jahr des Machtantritts, als ein Mensch der Tat, Schöpfer eines nationalen Aufbauwerkes. Der Führer packt selber an, hebt frische Erde aus, eine Haarsträhne fällt ihm vor Anstrengung in die fahle Cäsarenstirn. Bildwirksam wie alle Inszenierungen unter dem neuen Regime wurde mit diesem Akt tausendfach auf Postkarten und Sonderdrucken verherrlicht, und bis zur Abstraktion als Pathosformel retuschiert, der Arbeitslosigkeit der Kampf angesagt. Propaganda, die überdauert hat,
und unter den Deutschen fortwirkte bis weit nach dem Untergang des tausendjährigen Reiches. Und waren nicht tatsächlich 3 Jahre nach Baubeginn schon 1000 Kilometer Schnellstraße fertiggestellt? Gebt mir 4 Jahre Zeit, hieß die große Verkehrsausstellung, in der die neue Regierung ihre Erfolge feierte. Darin spielte die Erzählung vom Autobahnbau eine zentrale Rolle. Auf riesigen Bildtafeln wurden die neuen Großbaustellen, die ersten Brückenkonstruktionen präsentiert. Die Reichsautobahn war das gewaltigste Bauwerk des Nationalsozialismus und zugleich sein dauerhaftestes. Die Gauforen verfielen oder wurden nach Kriegsende gesprengt. Tingplätze, Kriegerdenkmäler und Feierstätten in alten Granitsteinbrüchen still und heimlich abgetragen. Vom Ensemble des Nürnberger Reichsparteitagsgeländes auf dem Zeppelinfeld sind nur Reste geblieben. Und die Reichskanzlei wurde nach dem Endkampf um Berlin dem Erdboden gleichgemacht. Was erhalten blieb von der Architektur jener Jahre, wurde umgebaut, umbenannt, bis zur Unkenntlichkeit saniert. Im Gesamtbild der Städte sticht es kaum mehr hervor. Überlebt aber haben die Autobahnen, die keiner in Frage stellt, weil der Verkehr weiterhin über sie abgewickelt wird. Im Ostteil des Landes, zu Zeiten der Teilung, ebenso wie im Westen. Brückenkonstruktionen waren entstanden, die Jahrhunderte überdauern sollten. Abzweige und Raststätten wurden geschaffen, die noch heute wie am ersten Tag ihre Funktion erfüllen. In ihrer fortgesetzten Nutzung schien sich erfüllt zu haben, was Fritz Todt, Hitlers Generalinspektor für das Straßenwesen, der im Krieg dann folgerichtig zum Reichsminister für Bewaffnung und Munition ernannt wurde, mit maximalem Pathos verkündet hatte. Zitat: Diese Bauwerke sollen nicht gedacht sein für das Jahr 1940, auch nicht für das Jahr 2000, sondern sie sollen hineinragen gleich den Domen unserer Vergangenheit in die Jahrtausende der Zukunft. Auch ausländische Journalisten fielen bereitwillig in den Chor der Schwärmer ein. Ein gewisser Stanley McClatchy aus USA, Zitat, schreibt in hemmungsloser Bewunderung für die Errungenschaften des Hitler-Regimes, Zitat, Menschen kommender Jahrtausende werden auf die Reichsautobahn zurückschauen, wie wir heute auf die Pyramiden, die Römerstraßen und die chinesische Mauer. Ja. Das Faszinierende ist, dass du einfach weiter denkst, in die Gegenwart hinein, mit dem Satz hier von der Mobilität als kollektive Manie, die im Grunde dort zunächst auch mit militärischen Intentionen geplant war, aber die dazu führt, dass du am Ende zu dem Satz kommst, dank der Autobahn ging es in den Zeiten des Wirtschaftswunders nahtlos weiter. Sie war ein Garant für die Kontinuität deutschen Wirtschaftens. Das sind also die unmittelbaren Übergänge, die in unsere totale Mobilmachung heute. Naja, das ist praktisch dieses Stichwort, was wir vorhin bei Hannah Arendt fanden, die Geschäftigkeit. So ist es. Also die Geschäftigkeit ist anscheinend eine Eigenschaft dieser Bevölkerung, sage ich jetzt mal, weiß nicht, ob es des Volkes. Ja. Die wird weithin gerühmt. Ja. Und ist lange Zeit das Merkmal gewesen, praktisch deutscher Prosperität. Und diese Geschäftigkeit kommt gerade da wieder zur Geltung, wo man eben keine Lust hat, lange noch zu reflektieren. Es wird wieder angepackt, in die Hände gespuckt, aufgebaut und mit einem enormen Fleiß. Dieser Fleiß ist übrigens wirklich interessant, weil er in den verschiedenen Abschnitten deutscher Geschichte, übrigens auch in diesem Dritten Reich, exorbitant ist. Mhm. Also wirklich exorbitant. Ja. Was da geleistet wurde, sozusagen an Arbeitsleistungen. Ja. Arbeitsschlachten. Was auch abgeholt wurde, ausgenutzt wurde. Genau, Arbeitsschlachten. Jenseits von Lohnkämpfen wurden da gigantische Arbeitsleistungen erbracht. Ja. Nicht, woran man ein bisschen sieht, wohin die Reise geht. Also wenn man das Ganze mit einer Diktatur durchsetzen kann, ist es natürlich fast günstiger. Ich will jetzt nicht auf gewisse Länder anspielen, wo diese Wirtschaftsformel auch besser funktioniert, ja, wo du eben sozusagen keine lange politische Auseinandersetzung hast, sondern du stemmst jetzt Städte aus dem Nichts hoch. Das geht mit einer Einparteienherrschaft besser. Und das führt im Grunde, der Gedanke der Autobahn, der totalen Mobilmachung, führt ja zu dem, was du vor allen Dingen ausführlich darlegst mit Umberto Eco. Das heißt, er ist derjenige, der im Grunde die Merkmale des Urfaschismus definiert hat
Und dazu gehört eben, dass der Faschismus eine Politik der totalen Dynamik ist. Also das, was wir heute als rasenden Stillstand erleben oder was Kafka schon genannt hat, als den Vorgang, in dem wir im Grunde den entstehenden Sturmlauf bezeichnet hat. Das heißt, diese Vorstellung, die Umberto Eco also sieht als ein grundsätzliches Merkmal, ist bei ihm ja flankiert mit einem anderen Gedanken als Grundmerkmal des Faschismus, nämlich die Idee einer Endlösung überhaupt aller Menschheitsprobleme. Da haben wir da nicht heute überhaupt auch das große Problem, dass diese Verlockung von Endlösungen hochkomplexer, nichtlinearer Prozesse, die wir ja inzwischen geschaffen haben, durch einfache Lösungsvorschläge ein typisches Merkmal ist, das im Grunde überlebt hat, auch aus der Zeit des Faschismus. Dieser Lösungs- und Entlösungsgedanke ist ja das, was auch beschrieben worden ist durch Brigitte Herrmann im Zusammenhang mit Hitler selbst. Sie hat ja diese große Studie hinterlassen, Hitlers die Lehrjahre eines Diktators in Wien, wo im Grunde diese Sozialisierung Hitlers durch Wagner stattfindet, von dem ja schon Nietzsche gesagt hat, in allen seinen Dramen, in allen Opern will jemand erlöst werden. Dieser Erlösungsgedanke ist also einer der zentralen Gedanken, der eine Vereinfachung der Probleme dieser Welt und daran Lösungen zu finden ist. Ist das nicht ein hochaktuelles Phänomen, vor dem wir heute stehen, im Sinne auch des Populismus? Also diesen Begriff würde ich schon da in der Zeit lassen. Ja. Den wird keiner heute gebrauchen. Das ist vermutlich einer der gefährlichsten Begriffe überhaupt. Also ich kenne jetzt keinen Politiker, der ernsthaft, egal welcher Couleur, von Endlösung redet. Ja. Und dann noch die Mischung mit der Erlösung. Ich glaube, auch von Erlösung ist wenig die Rede. Nein, man sucht Gesamtlösung, nicht? Das ist klar. Also man sucht günstige Gesamtlösung für Probleme. Sicher, ja. Mhm. Aber da die Gefahr sehe ich weniger. Ja, aber Sie sehen auf jeden Fall eine Gefahr, die Sie, an der Sie sehr stark erinnern, eben an Heiner Müller, dass die Gespenster möglicherweise nicht mehr aus der Vergangenheit, sondern mehr aus der Zukunft auf uns zukommen. Vielleicht, dass Sie dazu mal ein Wort sagen. Naja, in den letzten 10 Jahren, vielleicht ein paar, ein bisschen länger schon, ist ja etwas passiert. Also wir haben tatsächlich in verschiedenen Weltteilen wieder autokratische Regierungsformen und eine Politik, die auf einen sogenannten Populismus herausläuft. Ich muss diese Begriffe ja auch immer ein bisschen mit Anführungsstrichen gebrauchen. Nicht? Die sind in der heutigen politischen Debatte unter ernsthaften Politologen stark begründungs- und ergründungsbedürftig. Aber wir haben eben dann tatsächlich gewisse Tendenzen, die auf nationalistische Präferenzen, Kündigung von Kooperationsmodellen und so weiter hinauslaufen, Autarkie hier und da und so fort. Und das geht auch hier und da schon mit so einem gewissen Säbelrasseln einher, ja. Mhm. Das ist mal mehr und mal schwieriger. Das steht und fällt ja allein jetzt schon wieder mit so einer Präsidentenwahl in Amerika. Mhm. Auch da werden sich klimatisch die Dinge wieder ändern. Ich bin da vorsichtig, aber ich habe auch in den letzten Jahren immer wieder mit einer gewissen Sorge auf gewisse Entwicklungen geschaut. Und ein Stichwort, das mir eingeleuchtet hat, stammt eben von dem Soziologen Sigmund Baumann mit seiner letzten posthum erschienenen Publikation Retrotopia. Dem ist eben aufgefallen tatsächlich,
dass viele Entwürfe nicht mehr die Lösung quasi in wirklichen Zukunftsmodellen suchen, sondern im Grunde in einer sogenannten heilen Vergangenheit, als es irgendwann mal anscheinend besser war. Wir alle wissen, es war gar nie besser. Aber es gibt so eine Sehnsucht nach Unberührtheit, nach Abgeschlossenheit, nach Überschaubarkeit und so weiter, nach einer gewissen heimatlichen Idylle, einfachen Lösung, nach sprachlicher Klarheit und Einfachheit und so weiter. Aber alles, was dabei abgewehrt werden soll, ist natürlich der Zustand fortschreitender Globalisierung, dass die Dinge sich nun eben mischen, endgültig, dass Völkerschaften sich mischen, Sprachen sich mischen, Kulturen sich mischen und so weiter. Also dieses, was der Fraktion als babylonischer Zustand bezeichnete, das, dagegen wird angegangen und so weiter. Und die Lösung, bis hin zu gewissen Parteien, die wir jetzt im Parlament haben, die zum Beispiel ganz manifest nationale Lösungen suchen, also zum Beispiel Rente für Deutsche, Grundeinkommen für Deutsche, sind neue Begriffe. Ich kann es nur sagen, hier findet nun eine nationale Idee mit einer sozialen Idee zusammen. Und dann ist es nun wirklich nicht sehr weit zu dieser Formel. Also man muss sich ja mal klar machen, was war eigentlich Nationalsozialismus? Sozialismus für Deutsche. Und eben kein internationalistischer Sozialismus. Nicht das, was der Bolschewismus wollte, was die russische Revolution wollte und so weiter und so fort. Und was sozusagen als jüdischer Bolschewismus diffamiert wurde. Schon auch ein Sozialismus, das ist völlig klar. Eine Sozialgesetzgebung, manche Gesetze und Verordnungen in dieser Zeit sind ja durchaus tradiert worden, weil sie funktioniert haben und so weiter. Mutterschutz und was weiß ich alles, Tierschutz etc. etc. Die Frage ist also, wenn man wieder so weit geht und Sozialkämpfe quasi dadurch einzuhegen versucht, indem man sich sozusagen national einkapselt und Vorteile für die Nation fordert, was vielen anscheinend sofort plausibel erscheint, obwohl wir in einer Welt der totalen Vernetzung leben. Es ist also, bleibt ein Widerspruch. Dann, ja, in der Tat, dann kommen wir in, dann ist das, geht das in die Richtung des Retrograden, des Regressiven. Ja, ich weiß nicht. Die Zukunft kann nur in einer kooperativen, vernetzten Weltgemeinschaft liegen. Das ist völlig klar. Vielleicht, dass du das mal vorliest aus dieser Seite. Das ist auf Seite 122, denn da sind ja im Grunde die ganzen Stichworte, die uns heute auf den Nägeln brennen, die hier einfach genannt werden, die plötzlich als Gespenster aus der Vergangenheit, aber sich als Gespenster der Zukunft erweisen. 122 ist das hier entdeckt. Mhm. Naja, ich referiere das hier. Retrotopia hat der Soziologe Zygmunt Bauman diese Rückwärtsbewegung in seinem letzten posthum erschienenen Buch genannt. Eine Kritik nationalstaatlicher Politik, die auf eine Welt der Beschränkung hinausläuft, der Handelskriege und der Wiederaufrüstung von Atommächten, kurz auf die zunehmende Gewalt auf allen Schauplätzen, auch und zuerst in der Sprache. Baumann wusste, wovon er redete. Als Jude hatte er die politische Gewalt früh erfahren, er war ein Emigrant seines Denkens. Kaum zufällig ist er in Polen geboren, nach vielem Hin und Her zwischen Ost und West, in England gestrandet und dort im einstweilen sicheren Hafen verstorben. Die Rückwärtsgewandtheit, von der seine Studie handelt, stützt sich auf das Sicherheitsbedürfnis der meisten entwurzelten Menschen in den westlichen Gesellschaften, denen die Freiheit über den Kopf wuchs, die Freiheit des Einzelnen wie die des Kapitals, das jede Bindungen auflöst und damit alle Lebensgrundlagen gefährdet. Das Unbehagen der Menschen an ihrer Kultur geht einher mit einer Verklärung der Vergangenheit. Zurück an die Stammesfeuer wollen die kleinen Leute, so die These. Als wären sie alle damit nicht schon mehr als einmal gescheitert. In Zeiten der Globalisierung und der mit ihr einhergehenden Migration, die allgemein als Bedrohung, Destabilisierung und Auflösung des kommunalen wie familiären Lebens erfahren wird, mit wachsender wirtschaftlicher Ungleichheit und einem diffusen Terrorismus, der alle Alltagssituationen durchdringt, speisen die Visionen sich, Zitat, nicht mehr aus einer noch ausstehenden und deshalb inexistenten Zukunft, sondern aus der verlorenen, geraubten, verwaisten, jedenfalls untoten Vergangenheit. Ja,
Vielleicht sollte man noch einen anderen Aspekt hinzufügen, der in diesem Buch auftaucht und den wir schon gerade erwähnt haben im Zusammenhang mit der Reichsautobahn, die ja auch, in der auch so etwas wie ein Reinlichkeitssyndrom erkennbar worden ist, das heißt Reinerhaltung der Landschaft etc. Das ist einer der Punkte, wo ja Hannah Arendt gesagt hat, der eigentliche Grund der Sprachlosigkeit der Deutschen sei offenbar die Realitätsflucht der Deutschen gewesen. Und das wird hier an einer Stelle deutlich gemacht, im Zusammenhang mit Hitlers als eigener Reinlichkeitsfanatiker. Und dass im Grunde dann die Vorstellung dieser nackten Gliederpuppen, wie du hier sagst, nach dem Krieg, das so unvorstellbar war für die reinlichen Deutschen, dass dieser Ekel vor diesem Augenblick die sicherste Basis der Verdrängung war. Diese Realitätsflucht, wo kommt die her eigentlich? Das ist ja auf Seite 108. Naja. Das Schweigen in einem Klima der Blindheit für die eigene Schuld. Die Gliederpuppen ist ja mehr als Realitätsflucht, sondern das ist, wir kennen das im Zusammenhang mit der Forschung über die Shoah, so sehen Menschen im letzten Stadium praktisch ihrer Vernichtung aus. Und das war der Schock, der Anblick. Das kann man bei Primo Levi nachlesen, vielen anderen Augenzeugen berichten. Also die vollkommene Entmenschung des Menschen. Und zum Beispiel Soldaten, die dann zum Teil diese Lager befreit haben, waren ja ihrerseits auch geschockt. Mhm. Interessanterweise auch, es entstehen dadurch Bilder, und da gibt es neuerdings erst wieder Forschung, Bilder, die sich so eingebrannt haben und von denen man nicht richtig weiß, was sie mit dem Bewusstsein machen. Mhm. Denn dieses Endstadium, sozusagen eines durch viele Monate Konzentrationslager oder im Vernichtungslager, kurz eben dann vor der Vergasung, so körperlich zugrunde gerichteten Menschen, die wir kennen aus Fotografien, Filmausschnitten, und nachher dann praktisch die Leichenhaufen. Der zwiespältige Eindruck ist, dass die Betrachter sich nicht selber darin sehen. Das ist das sogenannte Problem dieser Gliederpuppen oder auch der sogenannten Muselmanen. Das waren eben Häftlinge, die kaum noch ansprechbar wurden. Die waren die auch innerhalb der Lagerhierarchie quasi schon isoliert waren. Mit denen konnte man nichts mehr anfangen. Das ist das Ergebnis aber einer systematischen Vernichtungspolitik. Mhm. So sah der Mensch nicht aus, als er in dieses Lager kam. Mhm. Und es dauerten manchmal nur wenige Wochen, dann sah er so aus. Das Erschreckende daran ist, da gibt es ein bisschen Forschung darüber, dass das zu einer enormen Distanzierung führt. Der Betrachter sagt sich, nö, das bin ich nicht. In die Lage komme ich gar nicht selber. Also bringt es gar nicht viel. Das ist das Brutale daran. Ja, das ist eine äußerste Distanzierung, die auch erwünscht war von Seiten eben der Täter. Und man kann das nachvollziehen. Es gibt Dokumente über die Befreiung des Lagers Bergen-Belsen und so weiter. Die Teilnahmslosigkeit aller Beteiligten, natürlich am Ende auch der Mithäftlinge, was sollten die denn tun, aber vor allen Dingen eben der Lagermannschaften, die ist verstörend, tief verstörend. Also die ersten normalen Menschen, die da reinkamen, waren plötzlich diese Soldaten, die damit nicht gerechnet hatten. Und da ist etwas passiert, da sagt wieder, Hannah Arendt sagt ja mal irgendwo in einem Gespräch so, das hätte nie passieren dürfen. Sie als Philosophin ist sich völlig klar, hier ist ein absoluter Skandal, ein absoluter ethischer Zivilisationsbruch gelaufen, der schwer zu verstehen ist, auch schwer zu übersetzen. Es hat Szenen gegeben, wo wenn man Kindern oder so, es wurde eher gelacht. Also das ist diese äußerste Distanz. Also da ist jetzt schon die Frage, was machen wir mit diesen Bildern? Mobilisieren die uns wirklich?
Ich will auf die Passage zurückkommen. Ja, weil, ja 108, das würde ich erstmal vorlesen, diese Tatsache und Meinung von Hannah Arendt. Genau, Tatsache und Meinung. Hannah Arendts Bericht von der Realitätsflucht der Deutschen und ihrem Problem mit der Wahrheit war der Ausgangspunkt. Wenn ein Volk so viel Unsägliches bewirkt und dann selbst erlebt hat, also die Bombenkriege dann auch, kann es nicht sein, dass sich darüber seine Muttersprache verschließt, das Bewusstsein dicht macht? Das heißt, es lebt weiter, plappert sich durch die Tage über das Ungeheure des Geschehenen hinweg, ist aber unfähig, sich auszudrücken, einen klaren Gedanken zu fassen, die historische Konsistenz der eigenen Erzählung zu behaupten. Solange hatte die Sprachlosigkeit sich in ihnen ausgewirkt, hatte alle Lebensbereiche durchdrungen, dass sie, als der Albtraum vorbei war, nicht einmal die einfachsten Worte mehr fanden, die den Sinn des Zusammenlebens verbürgen. Der Nationalsozialismus hatte sie luzifergleich in den Abgrund gerissen und nun mussten sie Analphabeten die Gefühle, das Denken, die Zivilisation einer freien Welt wie Kinder erst neu erlernen. Ja, haben wir die Sprache wieder gelernt, das Denken wieder gelernt? Ist das Ihr Eindruck? Ich glaube schon, dass die folgenden Jahrzehnte. Aber die Sprache? Zunächst mal eine. Wie steht es mit der Sprache? Es gibt ja diesen berühmten Satz aus der Weimarer Klassik sogar. Er nennt es Vernunft und braucht es allein, nur tierischer als jedes Tier zu sein. Das ist ja das, was hier stattgefunden hat. Wir sind also unterhalb der Stufe der Sprache, also in einer Welt, die noch weniger sind als das Tier. Ist das die eigentliche letzte... Wobei hier immer der Tiervergleich fatal ist, weil Tiere das nicht tun. Ja eben nicht. Tiere bringen nicht massenhaft das Gleiche um. Aber das ist eben unterhalb der Tiere. Das ist eben etwas, was die Tiere gar nicht machen, sondern das ist das Ungeheure, was sich hier ereignet hat. Das ist meine Frage, in welchem Zustand befindet sich die deutsche Sprache? Ist sie davon noch gelähmt? Ist sie sich mit der Sprache wie kein anderer beschäftigt? In welchem Zustand befinden wir uns heute? Das ist wieder eine Frage der Perspektive. Die einen würden sagen, es ist alles gut. Der Prozess der Aufklärung, der Re-Education, wie es im Westen hieß, mit den Westalliierten, hat funktioniert. Es sind im Wesentlichen aufgeklärte, demokratische Menschen dabei herausgekommen und so fort. Wieder andere, durch Geschichte eher sozusagen direkt Betroffene, sehen das vielleicht anders. Ich habe mir gerade in diesen Monaten, wo es wieder an Paul Celan ging, gibt es ein Zitat, das mir plötzlich wieder wichtig wurde, wo er sagt, ich sehe das Gift blühen in jederlei Form und Gestalt. Zum Beispiel jemand wie Paul Celan war extrem sprachempfindlich. Da konnte schon ein leiser, falscher Ton im Feuilleton genügen, dass er sich wieder... also getroffen fühlte, ins Herz. Und diese Sensibilität hat natürlich was zu tun mit direkten eigenen Erfahrungen. Und wer die nicht hat, und das ist ein bisschen so ein Appell, also ich wundere mich manchmal, welche Töne auch von politischen Akteuren, die jetzt im Parlament sitzen, angeschlagen werden. Und es ist nicht die Frage, ist das hier manifest schon wieder ein Antisemitismus oder ist das Nazi-Denken? Es geht manchmal wirklich um den Ton, einer mangelnden Empathie oder ein scharfer Ton oder eben ein unsinniges Zitat an die falsche Stelle reingeworfen und so fort. Und schon setzt bei einem das Beben wieder ein, also bei den empfindlicheren Menschen. Dagegen kann man nichts tun. Und diese Empfindsamkeit, Empfindlichkeit, die würde ich aber schon politisch gerne in Stellung bringen. Ich frage nur, weil sich ja Tendenzen abzeichnen, die in Richtung eines Analphabetismus heute zeigen. Ministerien sind heute verpflichtet, ihre Verlautbarung in dem sogenannten leichten Deutsch zu veröffentlichen. Das heißt Subjekt, Prädikat, Objekt, keine Jahreszahlen und keine Fremdworte. Ich glaube nicht, dass das politische Problem ist. Nein? Nein. Das politische Problem ist weiterhin, dass der Eliten, der durchaus gebildeten Menschen, die aber auf perfide Weise hier Sprache in Einsatz bringen, nicht unmittelbar das denjenigen, die sich noch nicht oder vielleicht nicht ganz richtig ausdrücken können. Ja. Also, im Gegenteil, da ist immer viel zu machen.
Ja. Was spricht denn gegen sprachlichen Nachhilfeunterricht und so weiter? Das ist auch, wie ich vorhin schon sagte, das sind unsere Bildungsdefizite. Ja. Aber die kann ich nicht zuschlagen denen, die es getroffen hat. Ja, ja. Aber vielleicht sollten wir noch mal konkret zurückkehren zu einem Kapitel in Ihrem Buch, das ganz besonders mich fasziniert hat. Sie haben einmal gesagt an einer Stelle, dass Sie den vollen Film, dass Sie versuchen, den vollen Film zu entwickeln über das ganze Gelände der Zerstörung. Und dazu gibt es zwei Schlüsselszenen, die Sie damals erwähnen. Das eine ist einmal die Begegnung mit einem russischen Militärkonvoi, damals in Dresden in der DDR, und ein anderes Mal Ihre Vortragsvorbereitung in der 8. Klasse der DDR über den Nürnberger Prozess. Dass Sie selber einmal ein Wort sagen, in welchen biografischen Situationen Sie diese Erfahrung mit dem Nachwirken der Wirkmächtigkeit der Gewaltherrschaft des Dritten Reiches empfunden haben. Dass Sie das einmal vielleicht uns erläutern, was für Sie für Schlüsselereignisse und Szenen in diesem Buch eingegangen sind, außer dem, was Sie bereits erläutert haben im Zusammenhang mit der Briefmarke. Aber das sind ja auch noch Schlüsselszenen, die Sie ganz besonders hervorheben und die im Grunde Bekenntnisse sind, in denen man sieht, wie sehr Geschichte im Sinne von Ihnen ganz früh geprägt worden sind durch Schlüsselerlebnisse, die Sie hier in diesem Buch schildern. Dass Sie da doch mal ein Wort sagen. Ja, also ich weiß, dass so eine sehr subjektive Perspektive hinein in die deutsche Geschichte natürlich immer angreifbar ist. Gestehe auch sofort zu, was ich gemacht habe, ist, ich fliege sozusagen auf Autopilot durch die deutsche Geschichte. Mhm. Aber ich suche mir da einen Weg oder den Weg, der an verschiedenen Stationen eben dann vorbeikommt, die für mich zu Erinnerungskernen wurden. Mhm. Eines ist natürlich immer, und darüber habe ich auch in anderen Büchern geschrieben, die russische Besatzung im Osten Deutschlands. Und ich bin da in einer Gegend aufgewachsen, wo die Rote Armee sehr präsent war, in jeder Hinsicht, auch für uns Kinder, das war durchaus auch abenteuerlich und so weiter. Und da ergeben sich viele Erinnerungsbilder eben dieser militärischen Präsenz. Gar nicht übrigens nur schlecht, das ist interessant, aber eben die anderen. Ich weiß, dass es anders gewesen wäre, wäre ich im Westteil aufgewachsen. Das kommt ins Spiel einerseits. Und zum anderen eben tatsächlich, ja, die ersten Momente von Bewusstwerdung. Also es gab den sozialistischen Geschichtsunterricht und gerade die Geschichtslehrerin in meinem Fall, die war Parteimitglied und meine Leute waren jetzt nicht Parteimitglied, deshalb war ich immer schon so ein bisschen unter Verdacht. Aber ich kriegte einen Hausvortrags Thema zugeordnet, die Nürnberger Prozesse. Und daraufhin, das schreibe ich da, mache ich etwas, was man vielleicht eigentlich in dieser Schulzeit noch sonst nie getan hätte, aber ich gehe tatsächlich fortwährend in die Bibliotheken und lese mich fest und stelle plötzlich fest, das ist ja uferlos. Ich muss ja das Ganze. Jetzt hatte wirklich als Schüler da im Lesesaal plötzlich solche Stapel um mich herum, musste das Ganze ordnen, also die Prozesse jetzt gegen verschiedene Dienststellen, die Prozesse gegen die Ärzte, also alles, was da noch hineinspielt, die Kriegsplanung, die im Spezifischen dann die Prozesse gegen SS-Mitglieder und so fort und so weiter. Und dann habe ich versucht, das dort darzustellen und es wurden immer mehr Vorträge und das hat diese Frau geduldet. Das fand ich. Also später erst wurde mir klar, es war ein besonderer Moment. Man hat mich dann gar nicht unterbrochen. Mhm. Alle Mitschüler fanden es auch interessant und für mich war es eben sozusagen ein erster Zugang. Ja. Und daher rührte dann, ich würde sagen, das war der Beginn. Seitdem war ich dann immer öfter in dieser sächsischen Landesbibliothek. Bin damals auch früh zum Beispiel auf Viktor Klemperer gestoßen. Den Namen, den dann seit den 90er Jahren alle Welt kennt. Ja.
gerade auch diese Tagebücher und diese Dinge waren ja bereits eigentlich schon da. Die sind dann nur erst international plötzlich dann herausgekommen, ab den 90er Jahren und so fort. Ich habe mit Bibliothekaren damals angefangen zu reden, die haben mir Dinge rübergeschoben, die so Giftschrankliteratur, die eben gesperrt war eigentlich und so. Und habe aus irgendeinem Grund meine eigene Forschung betrieben, Drittes Reich, das hat mich tatsächlich... Ja, ich denke, wir sollten das als ein Schlusswort verstehen, denn das, was Sie gerade eben erzählt haben, ist im Grunde etwas, womit Sie einlösen, was Walter Benjamin ja eigentlich gefordert hat, zumindest von sich selbst, beziehungsweise denjenigen, die diese hohe Sensibilität besitzen, von denen man sagen kann, dass sie das begreifen, was hier gesagt ist. Er sagt ja, streift nicht uns selber ein Hauch der Luft, die um die früheren gewesen ist? Ist nicht in Stimmen, denen wir unser Ohr schenken, ein Echo von nun Verstummten? Das, ich glaube, dass Sie das auf Ihre Weise in diesem Buch einlösen und dass Sie dennoch enden mit dem Satz von Ingeborg Bachmann, die sagt, die Geschichte lehrt ununterbrochen, aber sie findet keine Schüler. Das, glaube ich, in dieser Ambivalenz haben wir erfahren in diesem Gespräch heute. Und mich hat, stimmt im Grunde als Schlusssatz versöhnlich, dass Sie sagen, Ingeborg Bachmann musste eine Erfahrung damit haben mit diesem Satz. Sie war eine Frau. Aber wir können zum Glück nicht wissen, ob dies das letzte Wort in dieser Angelegenheit ist. Und ich glaube, wir sollten daran glauben im Namen der Hoffnung und der Humanität. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.